Pyramide zurück. Die geben einfach nicht auf. Diesmal haben sie ihre besten Kämpfer hingeschickt. So, hallihallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Absturz zockt. Die Tiere haben vergessen, was der Mensch kann. Deswegen sind sie heutzutage so mutig. Ganz schräg, Nana. Far Cry New Dawn, ich habe jetzt mich so ein bisschen durchgeschlagen und herausgefunden, wo Rush ist. Also die Zwillinge haben den Herrn Rush, ne? So als Info. Und in Prosperity gibt's auch Ärger. Das heißt, wir haben eine Menge zu tun. Aber zuallererst, Nana. Danke. Schwede, bin ich gut. Bist die Beste. Nur, dass sie jetzt bestimmt einen Alarm auslösen gehen. Alter, ich hab's geahnt. Ja. Achtung. Na, Alter. Wer sitzt denn hier an dem Mörser? Wo ist denn der Mörser? Lass deine Hände hier rüber und hilf mir! Nana? Nana? Nana, hättest du den sofort getroffen, wäre das gar nicht passiert hier. Wir schicken ein paar Problemlöser als Verstärkung. Mensch. Na, ist doch wunderbar. Oh, Achtung, Nana, Scharfschütze. Hier kann ich nicht bleiben. Ach, Nana, Mörser. Hockt wieder jemand am Mörser dran? Nana, kannst du den holen? Wäre super, wäre ganz lieb von dir. Wunderbar. Nana, lebst du noch? Nana? Alter. Ich hab nur einen Helm weggeschossen. Ja, wir sollten wirklich erstmal den Vollstrecker ausschalten. Vollkommen richtig, Nana. Wo ist denn hier ein Vollstrecker eigentlich? Aha. Komisch, am Mörser sitzt keiner. Alles klar. Irgendwas geht hier hoch? Halt ihn in die Flanke! Der Hund hatte eine Bombe. Nana? Nana? Okay, ich brauch das hier. Na toll. Danke, Nana. Wir hocken ja an dem Mörser noch dran. Du warst das. Komm mal her, ich brauche Munition. Hi Freunde.
gibt's doch gar nicht. Dynamit ist auch nicht mehr das, was es mal war. So. Nein, aber wie sieht's denn eigentlich aus? Nana? Wir werden dich gleichmäßig unter uns aufteilen. Na, wie gefällt dir das? Danke, Nana. So, und damit haben wir auch wieder ein wenig Ethanol. Ja, sorry, war ein bisschen konfus jetzt. Und damit die alte Schmiede auf Stufe 3. Befreit. Gibt ein bisschen Ethanol obendrauf. Oh, natürlich gibt's erstmal wieder schön die Musik, ne? Munition nachfüllen, definitiv. Für alles, jawohl. Und dann hier mal ganz schnell lalalala drüber reden, drüber reden, drüber reden, drüber reden. So. 3 Vorteilspunkte erhalten. Und jetzt geht's los. Erreiche die Düngerfabrik, weil dort sind jetzt die bösen Mädels. Allerdings gibt es auch ein Prosperity-Probleme. Also die Mädels haben jetzt Rush. Und Kim hat mir aber einen Funkspruch abgesetzt, dass es auch hier in Prosperity jetzt Probleme gibt. Also erstmal zurück nach Prosperity und dann holen wir unseren Rush wieder raus. Rush, wissen wir ja, war schon mal von den Zwillingen gefangen genommen. Wir hingegen haben uns mit Joseph Seed verbunden, der jetzt auch die Zwillinge attackiert, so wie wir. Die Zwillinge sind also in die Enge getrieben. Und müssen sich jetzt natürlich verteidigen. Weil ein Zwei-Fronten-Krieg werden die nicht lange aushalten. So, da hinten ist jetzt er. Wo ist Kim? Hallo, Herzchen. Hallo. Hallo. Wo ist denn Kim? Baby Blade fährt voll drauf ab. Er kommt wohl nach mir. So. Erstmal hier Sprengstofflabor, Stufe 3. Jawohl, sehr, sehr cool. Was brauchen wir noch? Jetzt auf Stufe 3. So, toll, das ist jetzt urheberrechtlich geschützt, klasse. Ach man, Werkstatt wäre eben noch cool hier. Wir haben wieder zu wenig Ethanol, okay. Was haben wir hier? Müssen wir mitnehmen und hier ist die Werkstatt. Gut. Werkstatt sieht gut aus. Das ist die beste Werkstatt, die wir je hatten, Nick. Alles klar, dann pirschen wir uns jetzt mal ran. Und zwar in diesem Außenposten. Ne, den haben wir eingenommen. Hier. Das heißt, wir müssen hier hin zur Raffinerie. Schnellreise. Und dann holen wir Rush da raus. Das ist die Festung. Okay. Da müssen wir rein. Tja. Sieht definitiv kompliziert aus. Ah, hier läuft auch die Musik. Das war wunderbar. Schön. So. Gut, 300 Meter sind wir da. Aber hier waren wir schon so oft gewesen. Also ich auch offline, wo ich hier ein bisschen rumgelaufen bin. Aber hier war nie was von wegen Zwillingen. Dieser Ethan. Na, mal keinen Zivilisten töten. Hallo. Alter. Oh, verdammt. War der falsche. Nicht auf mich schießen, Leute. Nicht auf mich schießen. Der ist mir vor der Flinte gelaufen. Oh. Wo ist ein Puma? So.
Okay, geht's weiter? Oh, hier läuft noch. Da rollt noch die Felge weg. Sehr schön. Nein, das kann nicht sein. Ich... Hi. Nana, Vorsicht. Oh. Ich werde getroffen! Ungehobelt! So, Puma-Haut. Ganz viele hier, ne? Ist bestimmt hier Brunftzeit bei den Pumas. Da kommen sie alle raus aus ihren Löchern. Wie gesagt, hier waren wir schon zu oft gewesen. Okay, macht das. Bin ich ja gespannt, wie ihr das anstellen wollt, den Leuten das zu zeigen. So, erreiche. Ist hier irgendwas? Da oben ist noch eine Kiste. Gut, dass der Tod nur die anderen heimsucht. So. Okay, das hätten wir auch. Ich glaube, das ist eine Art Bombe, ne? Okay, schauen wir uns hier mal gut um. Auf jeden Fall piepst es hier überall. Erreiche die gefangenen Geiseln. Auf jeden Fall knallt's hier. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Oh oh. Das müssten die eigentlich mal unter sich klären hier. Wer denn? Nana, wer denn? Der da. Oh, ein Vollstrecker. Da gibt sich aber jemand besonders Mühe, gefährlich auszusehen. Ab jetzt nur ohne Melone, Al Capone! Mist. Ich hoffe, Nana sieht ihn noch. Hat mir rechtzeitig markiert, die Ratte. Da hinten ist er lang gelaufen. Da ist noch ein Puma-Kätzchen. Nee, das ist er nicht. Der ist weg. Okay, dann machen wir weiter. Erreiche die gefangenen Geiseln. Da war mehr stehen geblieben. Ne? Ich lasse mich hier immer so schnell ablenken. Nana, kannst du? Nana? Nana, bitte. Danke. So. Runter hier. Ein paar Materialien haben uns gehört. Geholt. Hier piepst es wieder. Ja, hier piepst definitiv. Ne? Ihr hört das ja auch. Ist kein Soundbug im Spiel. Beziehungsweise das kann ich mir nicht vorstellen. Kletterhaken. So. Okay, hier müssen wir rein, ne? Ich muss die Schließkarte finden. Ich hoffe, diese Zwillinge laufen mir nie über den Weg. Das will ich auch hoffen, ne? Okay, wo zur Hölle finden wir diese Schließkarte? Jetzt geht's suchen los. Schon mal Bienen. Keine Schließkarte. Ach, Punktlandung. So.
Hier piepst es auch. Wir kommen näher. Hier. Unfassbar, dass Joseph noch lebt. Das muss er sich bei mir abgeschaut haben. Das war knapp. Lust auf mehr? Du hast ohnehin keine Wahl. Das hast du davon, wenn du dich mit uns anlegst. Was? Es gab eine Warnung. Wir haben dich gewarnt, verdammt. Man lernt nie aus. Das hat Paps immer gesagt. Rush und du, ihr müsst noch viel lernen. Was muss ich jetzt machen? Entschärfe die Bomben. Hier pieps. Oben, über uns. Wo? Ach zur Hölle. Hier kam ich ja nicht rein, ne? Boah. Sicherheit hier drin, oder? Ich komm nicht rein. Oh fuck. 1,47, Leute. Das wird nix. Verschlossen? Was? Komme ich da rein? Ich hab's draußen versucht. Karte benötigt. Super, das war's dann wohl. Mist. Ich würde das gern nochmal neu starten. Hier piepst es ja auch noch. 41 Sekunden. Hast du eine Schlüsselkarte? Nee. Ich weiß, weil ich komme hier nicht rein. Da hängt doch die Karte. Oh Mann. All dieser Schmerz tritt hier auf. Ich will das nochmal probieren. Leute, ich will das nochmal probieren. Mission neu starten, bitte. Bitte. Da hing diese Schließkarte direkt daneben. Und ich suchte hier. So, gut, auf geht's. Lust auf mehr? Du hast ohnehin keine Wahl. Das hast du davon, wenn du dich mit uns anlegst. Es gab eine Warnung. Wir haben dich gewarnt, verdammt. Naja, ihr habt mich gewarnt, verdammt. Alles gut. Nana wäre ganz, ganz cool, wenn du was mitmachst hier. Weil wir haben nicht so viel Zeit, ne? Ich winsel nicht um Gottes Gnade. Deine Mutter winselt um Gottes Gnade. Ja. Ja. Ja, sieht dich an.
alles aus. Hier ist nichts aus, meine Gute. Ja. Fuck, hier nicht. Wo? Könnte schlimmer sein. Ich atme noch. Wo zur Hölle? Wo ist die letzte Bombe? Das ist nicht vorbei, bis ich unter der Erde bin. Hier nicht. Ja, die muss ja dort irgendwo sein, ne? Weil wir sind hier nicht im Suchgebiet. Da oben drinne, denke ich mal. Nein! Grrr. Nana, wir haben keine Zeit. Kannst du bitte? Ich höre den ja schon reden hier, ne? Alles wird gut, alles wird gut. Der ist hier irgendwo. Ja, Nana, lass dir Zeit, Nana. Lass dir Zeit. Schönheitsschlaf, Junge. Richtig. Ich will wissen, wo diese verdammte vierte Geisel ist. Sieht nicht gut aus, Sir Rush. Alles wird gut, alles wird gut. Oh Gott. Thomas? Er muss hier irgendwo sein. Hier muss er irgendwo sein. Ständig von einem sogenannten Joidenwunder. Ich weiß noch, was das Wunder ist. Es waren Drogen. Ganz einfach. Könnte schlimmer sein. Steht es denn um dein Gedächtnis? Du wirst es nämlich gleich gut gebrauchen können. Wo ist denn Thomas Rush? Ich liebe gute Rätsel. Öffne das Tor, bitte. Nee, können wir die Mission nicht nochmal neu starten? Ich glaube, ich habe den Rush nicht gefunden und ich möchte ja, dass er überlebt, ne? Ich hoffe, das ist jetzt der letzte Checkpoint, dass das jetzt auch das ist mit den Bomben. Steht es denn um dein Gedächtnis? Du wirst... Nee, ist es nicht. Ach, Mist. Mist, 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 Mist. Kann ich nicht hier auf Missionen nochmal? Logbuch? Durch die Mangel. Ich hätte gern den Rush. Ich hätte gern den Rush nochmal geholt. Wie soll das aber gehen? Warum kann ich die nicht neu starten, die Mission? Gut gebrauchen können. Hm. Naja. Niemand wird mir helfen. Ich liebe gute Rätsel. Captain, hol uns hier raus. Okay. Ja, ja, ich bin dabei. Ich sterbe hier draußen. Was? Kopf hoch, na los. Oh Gott sei Dank, hol uns hier raus. Okay, die zuerst. Das ist mein Ende. Die dann. Wir packen das. Öffne das Tor, bitte. Danke für die Rettung. Ich kann dir gar nicht genug dafür. Kommt mal raus hier. Einfach immer noch mehr aus ihm rausquetschen, bis kaum noch was übrig ist. Ist der immer noch am Leben? Hallo, hallo. Hey. So, weiter geht's. Nächste Zeit läuft. Schieß, warum schieß? Hä? Wieso soll ich denn auf den schießen? Schieß auf die Schlösser an den Ketten. Keinem Peggy was zuleide getan. Könnte ein Abenteuer sein, sich mit denen zusammenzutun. Wer weiß. So. Alles klar?
Alles klar. Wir haben es doch gesagt. Die einzige Währung, die in dieser Welt etwas wert ist, ist Macht. Und du denkst, du hättest so viel davon? Weißt du, es ist egal, was du tust. Es ist egal, wie sehr du dich anstrengst. Du hast keine Kontrolle über den Ausgang. Was bist du nur für einer? Genau, was wir sagen. Oder Rush wird sterben. Komm rein zu uns, Häschen. Na, ich komm gleich rein. Also Rush lebt noch, okay. Häschen. Ja, Häschen hüpf. Trotzdem piepst hier noch irgendwas. Es piepst doch hier immer noch, oder? Okay. Gut, da sollen wir rein. Nana, bist du mit am Stizzle Whistle oder wie sieht's denn aus? Okay, wir müssen jetzt hier hoch. Jetzt müssen wir dahin, wo wir vorhin schon hin wollten. Können wir hier irgendwie durch? Das ist doch die Tür, wo wir noch keine Schließkarte haben, ne? Lass deine Waffen draußen. Waffen draußen lassen, super. Verschwinde hier! Hau ab! Das kommt mir sehr bekannt vor. Als hätten wir das schon mal erlebt. Entspann dich. Bleib doch noch. Sieh dir das an. Siehst du, wie leicht es sein kann, mit dir klarzukommen? Ich wollte, dass du das verstehst. Ich wollte, dass du einsiehst, dass es anders hätte enden können, wenn du auf uns gehört hättest und gegangen wärst. Doch du hast den Stock gewählt. Hier ist er. Es wird ewig dauern, diese Hoffnung und Träume von meinen Stiefeln zu kratzen. Ach, weißt du, bevor du hier aufgetaucht bist, lief einfach alles verdammt großartig. Dann kommst du hierher mit deinem schicken Zug und deinen schicken Leuten und versuchst diesen Ort in etwas zu verwandeln, was wir niemals sein! Und als wir vernünftig sein wollten, musstest du ja unbedingt ins Wespennest stechen! Immer und immer wieder! Nur weil du dachtest, es gäbe Hoffnung für die Zukunft, es gibt keine Hoffnung für dich, keine Zukunft! Für niemand! Bliss. Zur Hölle! Die Bestie in mir ist erwacht. Mickey und Lou. Vor Jahren. Michelle, Louise, ihr müsst mir jetzt gut zuhören. Warum? Du kommst da nicht mit. Ich habe keine Wahl. Euer Vater... Daddy sagt, wenn du nicht für uns bist, bist du gegen uns. So einfach ist das nicht. Doch ist es. Ich muss los, Mom. Dad's da. Michelle? Ihr beiden. Müsst aufeinander aufpassen, weil euer Vater das nicht tun wird. Er hat immer große Pläne, aber alles, was er tut, endet nur in Gewalt. Dad löst Probleme. Er verursacht sie. Er geht über Leichen und interessiert sich einen Dreck für die, die unter ihm leiden. Werdet nicht wie er. Versprecht mir, dass ihr nicht werdet wie er.
Klar, Mom. Ja, tolles Versprechen, ne? Teil 3, Undercover. Lou, lass gut sein. Du hast es gesehen, oder? Wie der einen auf Halt gemacht hat? Alles war normal, bis er nach Norden gegangen ist. Es ist höchste Zeit, dass wir diesem Freak ein paar Fragen stellen. Fuck. Prosperity. Und ich hoffe, dass die Zwillinge unser Dorf stehen lassen. Unsere letzte Zuflucht. Und ich hoffe, dass Joseph Seed uns helfen wird. Brush. Es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich in den Zug gestiegen bin. Dass ich dich nach Hope County gebracht habe. Wir werden dich nie vergessen. Du hast viel für uns riskiert und es hat dich dein Leben gekostet. Das ist meine Schuld. Rush. Ich schwöre dir, wir machen dich stolz. Er war ein guter Mann. Selbstlos. Und du hast getan, was du konntest. Die beschissenen Zwillinge sind uns immer einen Schritt voraus. Wir müssen das anders angehen. Ich sehe nach Carmina. Wenn du wissen willst, was mir vorschwebt, komm einfach zu mir. Tja, aber ist Carmina wirklich schuld? Oder lief eigentlich alles ganz gut, bis Rush auf die Idee kam? Du hast gerufen und hier bin ich. Schön, dass du die Belagerung überlebt hast. Ja, freue ich mich auch. Freue ich mich auch. So, dann hatten wir heute ein bisschen eine längere Folge. Mist, verdammt, hatten wir ja schon. Hallo Nana. Nächste Folge geht's dann weiter und dann, ja, rächen wir uns für Thomas Rush. Also dran geblieben, reingehauen, liebe Grüße, euer Rob.